Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bolzen-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe euch ja gestern bereits ein Video online gestellt, wo ich euch erzählt habe, dass es sein kann, dass heute schon die neue Erweiterung an den Start geht, konnte euch das aber leider nicht offiziell bestätigen, doch heute gab es die Bestätigung seitens der Entwickler, bedeutet die Blattschwer-Erweiterung wird heute live gehen. Und es gab auch schon die Patch Notes zu dem Update 1.1.0 und ich habe mir wieder versucht, die wichtigsten Dinge herauszufiltern. Wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und wie immer beginnen wir zuerst mit der Größe dieses Updates. Die betrug knapp 16 GB. Ihr könnt also sehen, ein relativ großes Update. Und habe mir da drei Kategorien unterteilt, die allgemeinen Dinge, die Gameplay-Geschichten und auch die Wirtschaft. Und wir beginnen mal mit den allgemeinen Änderungen, denn da ist es so, dass wir zum Beispiel eine neue Währung im Spiel haben, die an diese sogenannten Jagden gebunden ist. Und diese neue Währung brauchen wir zum Kauf neuer Ausrüstung, die ihr bei einem neuen NPC in Sturmfall erwerben könnt. Spieler, die an der Chronik teilnehmen, können zudem exklusive Sachen freischalten, bedeutet exklusive Haustiere und auch Rüstungssets. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was da für Rüstungssets verfügbar sein werden. Und weil wir gerade die Haustiere schon im Gespräch hatten, wir haben nun die Möglichkeit, eben diese Haustiere als Begleiter zu bekommen, die uns dann folgen und auch helfen, Beute aufzuspüren. Des Weiteren gibt es mehr als 70 neue Schadenstyp-Modifikatoren, die eine individuellere Skillung ermöglichen. Wir haben neue einzigartige Gegenstände, die hinzugefügt wurden und es gibt auch ein neues Handwerks-UI, was uns ein besseres Ergebnis vermitteln soll, was wir gerade herstellen oder eben als Item herausbekommen. Das waren mal so die wichtigsten Dinge, die wir unter allgemein betrachten können. Schauen wir uns mal die Gameplay-Geschichten an. Da ist es so, dass der PST zum Beispiel über 120 neue kleinere Knoten dazu bekommen hat, um eben eine breitere Vielfalt der Skillung zu ermöglichen. Der Waffenschaden der verschiedenen Waffentypen wurde angepasst. Nun ist es so, dass zum Beispiel Einhandwaffen etwas mehr Schaden machen, beidhändig geführte Waffen dafür etwas weniger. Und es wurden auch nochmal alle Fähigkeiten überarbeitet, speziell was die Schadenszahlen betrifft, heißt die meisten Fähigkeiten machen jetzt vom Grundschaden her ein bisschen mehr, dafür wurde aber der Schaden in den Modifikatoren, die man da skillen kann, ein wenig heruntergedreht. Eine ganz gute Änderung, die ich jetzt nenne, finde ich, ist, dass die Status-Effekt-Stapel jetzt auf dem Gesundheitsbalken der Gegner angezeigt werden. Denn das hatte ich auch schon mal in meinen Livestreams zu Wolzen immer erwähnt, dass ich das ganz nett finden würde, wenn ich auch mal sehen kann, was der Gegner gerade für Status-Effekt-Stapel von mir bekommen hat. Und weil wir gerade auch die Gegner im Gespräch haben, es gibt natürlich neue Gegner, sprich neue Boss- und Elite-Gegner, die im Spiel verfügbar sein werden. Des Weiteren wurde eine neue Formel zur Berechnung des Spielerschadens eingeführt, da die Systeme, die vorher existent waren, nicht korrekt ineinander gegriffen haben. Auch da bin ich schon mal gespannt, wie sich das dann im Live-Betrieb auswirken wird. Und es gibt auch neue Schadens- und Gesundheitswerte für Gegner. Heißt im Speziellen, dass die Werte der Gegner ein bisschen verringert wurden, also Schaden sowie auch Leben. Heißt, der Gegner macht jetzt weniger Schaden an uns und hat auch weniger Lebenspunkte. Damit das einfach ein bisschen schlüssiger ist, das ganze System, denn wir wissen ja, es war manchmal so, dass manche Bossgegner stellenweise, keine Ahnung, über 100 Millionen Lebenspunkte hatten und das war einfach ein bisschen too much. Deswegen wurde auch wurden diese Werte nochmal ein bisschen angepasst. Und der Schaden, der durch Attribute beeinflusst wurde, wurde verringert, weil dadurch der Bonusschaden aus anderen Quellen so gut wie keine Auswirkungen hatte. Deswegen wurde auch dieses System nochmal angepasst. Und da muss man jetzt einfach mal sehen, wie sich so dieses ganze neue Schadenssystem und auch Gesundheitssystem im Live-Betrieb dann so auf die Spielweise auswirkt. Das waren so die wichtigsten Dinge, was das Gameplay betrifft. Und bei dem letzten Punkt Wirtschaft habe ich mir auch nur einen wichtigen Punkt aufgeschrieben, denn der Produktionsbonus-Multiplikator im Champion von Sturmfall-Modus wurde um etwa 60% reduziert. Bedeutet, wir haben ja vorher diese Produktionspunkte bekommen, wenn wir ein Item herstellen wollten und dann eben diese Expeditionen absolviert haben. Und eben diese Punkte wurden jetzt in dem Multiplikator um 60% reduziert. Bedeutet im Umkehrschluss, dass wir jetzt wahrscheinlich etwas länger brauchen werden,
um Items herzustellen. Es gab natürlich noch jede Menge weitere Bugfixes und Anpassungen und Lokalisierungsgeschichten. Das aber jetzt alles in dieses Video zu packen, würde einfach den Rahmen sprengen, sodass ich jetzt versucht habe, für euch die wichtigsten Dinge hier ein bisschen zusammenzufassen und hoffe, dass euch dieses kleine Informationsvideo wieder gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich, das wisst ihr, über einen Daumen nach oben für dieses Video und gern könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren. Aktiviert die Glocke dazu, denn dann verpasst ihr auch keines der kommenden Videos mehr, die ich für euch hier veröffentliche auf diesem Kanal. Und dann wünsche ich euch heute viel Spaß in der ersten und neuen Erweiterung zu Wolzen. Ich bin auch schon sehr gespannt und sage wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.